Ich begrüße euch zur Folge Final Fantasy 6. Wir sind hier in Kefkas Turm, wie man unschwer erkennen kann an der ganzen Atmosphäre hier. Und, ach, jetzt bin ich hier oben, okay. Okay, alles klar. Ja, wir gucken uns hier mal so ein bisschen um und suchen nach Kefka gerade. Und ich hoffe, wir finden ihn möglichst schnell, weil mir ist der ganze Ort hier nicht so ganz geheuer. Ja. Deswegen bin ich mal gespannt, wie schnell wir jetzt hier durchkommen. Momentan suchen wir auch noch die letzten Drachen, die hier drin sein müssen. Die letzten legendären Drachen. Denn, sehr schön, die sind wichtig, dass wir am Ende, bin ich jetzt wieder, ja, bei den Klo, sehr schön. Die sind wichtig dafür, dass wir am Ende den Bonus-Dungeon und noch die letzten Esper freischalten. Schalten. Und deswegen, ja, suchen wir jetzt erstmal. Und stellen uns wahrscheinlich noch nicht direkt Kefka, weil ich bin auch noch gar nicht vorbereitet von meiner ganzen Ausrüstung her. Also, ja, ich habe noch nicht die beste Ausrüstung, die ich kaufen kann, glaube ich. Ich kann dir mal, Moment, ich kann dir mal die Goldspange ausrüsten. Ich habe auch noch nicht, ja, so alles eingekauft. Ich habe zum Beispiel keine Ether mehr. Ich habe, oh, da oben ist einer von den drei Drachen, glaube ich. Oder ist das ein Behemoth? Sieht er aus wie ein Behemoth, was bist du? Hi. Man tauft mich Ultima. Vor Urzeiten ward ich gefertigt. Zurückgelassen und vergessen. So hatte ich hier. Meiner Bestimmung sinnens. Doch nun ist mir, als habe ich sie endlich gefunden. Ach du Schande. Die hat so Triebräder hinten drin. Das ist interessant. Okay. Auf was bist du denn so anfällig, meine gute Ultima? Du machst einfach ein Großdelta, weil das deine stärkste Klaumagie ist. Ist das okay? Ja, ein bisschen TP, ein bisschen MP. Okay, Schwäche hat mich angezeigt, das ist schade. Dann kloppe ich einfach erstmal Vollgar drauf. Kreuz des Südens, das könnte wehtun. Fragezeichen. Oh, schon ziemlich. Auf jeden Fall. Nein, es ist Raim tot. Ach du Schande. Das wird alles nicht gut. Ich sehe schon. Okay, du belebst mal kurz deine, beziehungsweise heilst deine Enkelin wieder. Lieber, hallo? Jetzt geht's. Lieber Strago. Oh nein, ich hab Flairstern. Bring jetzt Raim wieder um. Ja. Gut, dann macht Strago als nächstes, Erzengel auf sie. So, mal gucken, was Blitzrau so macht. Vielleicht macht er ein bisschen mehr als ein normaler Angriff. Ich hoffe zumindest mal. Nicht wirklich, oder? Ich glaube nicht. So. Und Omaru ist auch tot. Und cool. Erzengel. Und du machst mal ein geiles Vitra. So, ja, sehr schön. Und da ist der Flairstern wieder. Na, 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 na. Nein, du haust ein Vikra raus nochmal. Ich muss ja auf Heilung gehen. Und alle möglichst überleben. Sehr schön, gut. Dank, nein, wir weiter Vollgas drauf mit dir. Das tat ziemlich doll weh. Du machst Vitra und du machst Vikra nochmal daher. So. Ich würde halt lieber keinen Raim zum Heilen benutzen, aber naja. Lässt mich das Spiel halt nicht. Kann ich bitte zaubern? Dankeschön. Ein seltsames Licht leuchtet oder so. Ah, ist tot scheinbar. Cool.
Das war einfach eigentlich. Muss ich mal so sagen. Wundervoll. Locklands Bann. Nice. Oh, ein Save Point. Das ist immer ein schönes Gefühl, wenn da ein Save Point aufploppt. Golem hast du noch nicht gelernt. Okay, mach mal. Gut. Dann machen wir erstmal. Wie viele Zelte habe ich noch? Eins. Sehr gut. Aber das galt jetzt scheinbar nicht als. Okay, ich habe wirklich nur noch ein Zelt. Dann benutze ich das jetzt auch nicht. Das galt scheinbar nicht als legendärer Drache oder sowas in der Richtung. Weil halt links unten da stand von wegen: Hey, du hast einen legendären Drachen besiegt. Glückwunsch. Du bist richtig geil. Das. Oh, das war jetzt gar nicht möglich. Ups, egal. Ist halt so die Sache. Ha, okay. Dann dauert das wahrscheinlich noch ein bisschen. So, Omaro, was hast du eigentlich ausgerüstet? Wie hast du ein Gauntlet? Hast du nicht auch was Besseres irgendwie, was mehr den Angriff steigert? Ne, scheinbar nicht. Okay. Ja, du bist halt voll auf Angriffssteigerung ausgelegt. Es gibt auch Accessoires, mit denen man ihn. Ich denke mal, ich wechsle die Gruppe wieder. Es gibt auch Accessoires, mit denen man ihn zum Angreifen zwingen kann, sag ich mal. Ach, du warst ja auch durch, glaube ich. Also so angreifen kann, wie man es möchte, also selbst möchte und nicht wie er es möchte. Das ist relativ praktisch. So, ach, du hast die Thermalrede gehabt, stimmt. Vor Stein. Ja, dann mach die Laufstiefel rein, bitte. Die sind mir jetzt ziemlich wichtig. So, oh, das ist wieder praktisch. Rotkappe. Willst du vielleicht ein Rotkäppchen-Cosplay machen, Celis? Hast du Bock drauf? Ich weiß gar nicht mehr, wie die ganzen geilen Techniken bei ihm gingen. Ach man. Ich muss wieder mal rausschreiben, alle. So, da können wir uns mal dein Luftanker jetzt angucken. Die haben wir jetzt auch neu dazu bekommen. Mimen Sie mal, Goro. Du hast einen Folger. Ein Schritt und es ist aus. Okay. Ach, es war. Ah, okay. Ah, das macht Sinn. Dadurch stirbt er direkt. Okay. Ah, ja, ein Schritt. Er hat einen Schritt gemacht und ist dadurch gestorben. Das macht Sinn. Es ist ziemlich praktisch eigentlich, wenn ich mal so drüber nachdenke. Auf jeden Fall. So, Moment, von wo kam ich jetzt doch mal? Hier ist ein Weg, der mich nach drin führt. Dann mit einer Truhe. Puschelkostüm, das ist bestimmt für Realm. Meine Güte, wieso blinkt Gogo so seltsam? Ist er kaputt irgendwie? Ich weiß es nicht. Gammastrahlen. Oh nee, nicht sowas. Ah, das kann ich ja voll raushauen, stimmt. Nehmen das mal nach. Oder macht er jetzt auch 8 Angriffe oder macht er einfach nur ein paar Angriffe? Ja, okay, macht nur ein paar Angriffe, das ist schade. Wäre geil gewesen, wenn er jetzt auch die 8 Angriffe gemimt hätte. Das hätte er wirklich mächtig gemacht. Insgesamt gesehen. Was war das? Sabine, ich glaube, du stirbst gleich. Kann das eigentlich sein? Oh, okay, er hat sich, bevor gestorben ist, selbst umgebracht. Cool. Das ist praktisch. Okay, was gebe ich denn dir als nächstes? Du bist ja auch fast
durch. Okay, jetzt hier nicht. Hast Gang gemacht, gar. Ja, wenn sonst nichts ist. Viel Spaß damit. Hier ist eine Truhe. Komplett, sehr schön. Okay. Wir finden hier ganz viel Stuff und dich greife ich einfach nur an. Was auch immer du bist. Du bist nicht das Vieh von gerade eben, oder? Ich glaube nicht. Metallschneider. Au. Wie heißt du? Ich habe gerade was Komisches gelesen. Ich weiß, ob das stimmt. Ich glaube es fast nicht. Aber ich weiß es nicht. So, ich gehe mal kurz zu Raym rüber, sie mal speichern kann. Wo sie schon hier auf dem Save Point steht, kann sie das mal machen. Ich kann sie jetzt hier als Speicher ausmissbrauchen, genau. Missbrauchen. Immer schön für mich speichern. So macht man das, Raym. Ja, gegen euch versuche ich mal mir vorzugehen. Kettensäge, das memst du und du greifst an. Ja, so macht die Kettensäge. Oh nein, nicht. Okay, das war ein Death, sehr schön. Wenn das kommt, dann trifft er meistens nicht wirklich. Das ist halt sofort tot, dieser die weiß in der Kettensäge. Es gibt die, die halt nur ein bisschen Schaden macht. Oder viel Schaden macht. Und es gibt die, die sofort tot macht. So, was hast du eigentlich ausgerüstet? Kann ich dir irgendwas Besseres geben? Ja, einmal den Gladius meinetwegen. Und hier kannst du noch irgendwas Cooles bekommen. Jetzt, wo du schon hier dabei bist. Vergift. Bla bla. Verstärkt die Stärke. Hört Reflex. Allum. Ja, nur mal das meinetwegen. Na, hast du halt nicht das Sprungkommando? Ich könnte es ja im Prinzip gehen. Ergeben. Sprung. Macht er das dann? Also kann man das dann. Wir können jetzt mal ausprobieren, ob man das mit ihm in dem Falle machen kann. Das weiß ich halt nicht. Das wäre halt. Wahrscheinlich müsste man das für ihn anders geben, dass er das macht. Und dann könnte er das von den anderen mimen wahrscheinlich. Ich probiere es einfach mal, ob er das jetzt selbst kann quasi. Aber ich glaube es fast nicht. So. Was hast du eigentlich für ein Ding ausgerüstet? Habe ich dir was Besseres eventuell dabei? Ja, das ist zum Beispiel besser. Das ist auch besser. Das Genji-Schild hast du jetzt. Fühl dich echt gut, Gogo. Das ist besser, glaube ich. Ah, der war das Genji-Schild bekommen. Kann er sich echt glücklich schätzen, der gute Gogo. Mutring erhalten. Ich würde halt echt mal ganz gerne meine beiden Drachen finden, dass ich hier raus kann. Das wäre halt schon ganz geil eigentlich. Muss ich mal so anmerken. Und nein, er kann es nicht. Okay, alles klar. Das beantwortet meine Frage. Was war das denn? Das war es halt Zucken, oder? Das bringt ja manchmal den Gegner direkt um. Das ist ziemlich praktisch. Oder das stand da beim Schwert irgendwie. Edgar, seine Zucken. Ja, kann sein Opfer mit einem Hieb niederstrecken. Genau, alles klar. So, was haben wir denn hier? Sieht seltsam aus, dass so ein komischer Schattending ins Tuber gelegt. Was ist ein Health Point? Das ist auch ganz praktisch. So, sehr schön. Und ein Kampf. Oh Gott, so viele Gegner. Einfach draufhauen. Sehr schön. Was ist da gerade gestorben? Da war irgendwas, was gestorben ist. Man konnte zumindest ein Sterbegeräusch hören. Oh Gott. Ist irgendwer Stufe 4?
Nee. Oh doch, Edgar, aber. Ups. Scheiße, das ist ein stärkster Mann in der Truppe. Seelis, du darfst nicht sterben. Du musst wiederbeleben. Also du musst ihn wiederbeleben. Doch, ja, war schon richtig. So. Du machst erstmal ein. Ach, du kannst jetzt gar nicht auf alle Vika machen, verdammt. Ah doch, hier. Da machst du jetzt Vikra, machst du als Engel auf Sabine. Und du greifst an. Ah, toll. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Okay. Okay. Ja, meinetwegen. Gut. Gut. So. Ah ja, war ich schon mit irgendwem. Da ist zumindest auf einer Truhe. Was bist du? Hi. Was zum Teufel bist du? Deswegen war wahrscheinlich die Truhe da, oder? Au. Jetzt bräuchte ich halt eine geile Technik von ihm. Ich habe ja keine Ahnung. Ich kenne nur die hier gefühlt. Nimm das mal. Kettensäge. Kann ich die auf mehrere Teile machen irgendwie? Ja, hat mehrere Teile, alles klar. Geh mal auf alle drauf. So. Du machst erstmal eine Heilung. Und dann machst du ein geiles Folger. Gigavolt. Au. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wie viel Schaden das gemacht hat. Kettensäge. Ja, das macht ein bisschen was. Machen wir auch ein bisschen was auf jeden Fall. So, du machst ein Teil scheinbar tot. Folger und mach einfach nochmal Folger. Why not? So, und du gehst mal auf die Heilerschiene. Das ist halt nur der Job von Sabian. Du imitierst das bitte, weil. Oh. Das heilt uncool. Wahrscheinlich ist ein Infernos-Teil, oder? Ja, sieht so aus. Ja, greif mal nochmal an. Wenn du schon das geile Doppelschwert quasi hast. Oh, Meteor. Das ist halt, gerade eine ziemlich uncoole Angelegenheit. Weißt du das? Kampfset der zweite? Nee, kann man eben nicht. Super. Ich habe den zweiten aber eigentlich gedrückt. Egal, halt nicht. Nein, aus. Eisgar, bitte. Wenn er schon Infernos heißt, dann meme das mal. Also, ich dachte, er meme jetzt Eisgar. Halt nicht. So, machst du mir Schaden? Ich hoffe es zumindest. Ja. Magitech-Barriere. Also keine Magie mehr gegen den oder was. Sieht so aus. Ich kann aber so ordentlich Schaden austeilen, hoffe ich. Wieso wächst ihm da wieder ein Teil? Hä? Oh nein, Delta-Attacke. Wieso ist er jetzt tot? Also, was auch immer mit ihm los ist. Hä, was passiert da gerade? Ich glaube, ich muss erst das Final. Super. Das Finalmitte töten. Kann das ja nicht sein? Ich weiß es halt nicht. Sehe ich so aus? Und sie hat. Ach so. Sie hat keine MP mehr. Uncool. Achso, er ist schon tot scheinbar. Ich bin verwirrt. Der Kampf war seltsam. Aber okay. Ich bin halt auch nur in den Dungeon, um jetzt hier eigentlich die Drachen zu finden, wie gesagt. Ich bin noch gar nicht da. Ah, er ist versteinert, um das richtig zu machen eigentlich. Gold, na, das sah halt null aus wie versteinert irgendwie.
Aber wie soll ich jetzt die MP von C das wieder hochbekommen? Ich könnte halt ein Zelt benutzen, aber es wäre eigentlich im Prinzip unklug, weil... Ja, vielleicht brauche ich es für eine andere Gruppe irgendwie oder so. Wir speichern erstmal. Der Part hat gleich wieder vorbeigefühlt. Oh Junge. Das kann auch spannend werden. Ich denke mal, ich schneide ab sofort die Kämpfe raus, außer es gehen neue Gegner. So, sehr schön. Das war ein guter Kampf. Ist hier unten irgendwas? Komme ich vielleicht jetzt mal zu Terra, dass ich ihr irgendwie da helfen kann an der Stelle? Das wäre halt praktisch. Da unten ist eine Truhe. Komme ich auch nicht runter, okay. Da ist auch eine Truhe. Das ist auch praktisch. Ah, kennen wir schon. So, wundervoll. Und Sabine Sabine steigt eine Stufe auf. Das wollte ich sagen und nicht mehr. Jetzt haben wir schon zwei feine Elixiere. Das ist ziemlich praktisch, weil finale Elixiere müssten ja, wenn ich mich nicht täusche, einfach alle komplett heilen. Glaube ich. Dann weiß ich halt auch schon, was wir direkt vor Kefka einsetzen werden. So ein feiner Elixier. So, Celis. Nee, Quatsch. Du musst heilen. Celis hat keine MP mehr. Die brauchst du noch für bessere und wichtigere Dinge. Was glitzert da? Ich weiß es nicht. Es wirkt seltsam. Ja, den Gegner hat gerade Edgar mit einem Schlag weggemacht. Einfach alles töten. Ah, das war ein Scheiß, okay. So, hier kommen wir zu der Truhe mit einem Regenbogenpinsel. Der ist für Realm ganz gut, denke ich mal. Ich gehe mal kurz zu ihr, dass ich ihn ihr ausrüsten kann. Da ich dann denke, so, Regenbogenpinsel ist ja ganz gut. Macht die Attacke zwar runter, aber Stärke hoch, Agilität hoch, Konzentration hoch, Magie hoch. Das ist ganz wichtig bei ihr. Ich weiß nicht. Willst du das denn haben? Ich glaube, ich bleib beim Schwertbrecher. Doch. So. Und dann kann ich auch direkt... Ne, Mock ist gar nicht in dem Team. Ich dachte, er wäre es. Dann kann ich kurz zu Terra switchen und Mock da kurz eine Esper noch geben, weil... Habe ich ihn ja weggenommen. Es ist bestimmt richtig klug, hier einfach sich mitten hinzustellen und da zu warten, bis die anderen irgendwas gemacht haben. Ist ja ganz ehrlich. Das ist eigentlich voll unlogisch, aber okay. Wenn man mal so guckt. Oh nein. So, sehr schön. Ja, ein bisschen EP und so. Alles wunderbar. Gut. Dann gehen wir jetzt mal hier rein und gucken mal, wo wir da jetzt hinkommen. Oh! Da haben wir den ersten der drei Drachen, der zwei Drachen meine ich, haut einfach alle drauf. Und Sabine ist an Flair gestorben, das ist uncool, okay. Nee, nicht du. Du musst wiederbeleben. Engel und Vikra. So, mal Vita. So, sehr schön. Machen wir jetzt so. Moment, was hast du denn? Dir richte ich mal kurz die... Dinger aus. Warte, ich muss die Gruppe switchen. Ich muss zur guten Realm. Die müsste ja. Genau, die Goldspange haben. Die brauchen wir kurz, die gute liebe Celis. So. Celis, du bekommst jetzt mal kurz die Goldspange. Steht dir wirklich ausgezeichnet. So. Und du bekommst auch diesen wundervollen Äther, den wir hier irgendwo hatten. Hab ich den schon gegeben? Ups. Stimmt, ich erinnere mich. Heißt du was, dann bekommst du halt ein Elixier, so, fertig. Ja, und dann kämpfen wir im nächsten Part gegen den Drachen. Und du, meine gute Realm, speicherst mal. Das ist gerade ziemlich praktisch. Ja. Bis dann, ciao. Euer V-Road. Tschüss.